Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Wie ist? Wie immer Forstmod. Und wir wollten Baumstämme aufladen, da wir letzte Folge ganz schön rumgeholzt haben. Ja, und das tun wir dann auch. So. Das ist schon gut. Wir werden die ganze Folge bis rum probieren aufzuladen. Wie ich sehe, ist der Baum wieder ganz gegangen. Ich hätte gedacht, wir hätten den schon gesägt. Oder? Hätte gedacht, doch ganz am Ende. Sind ja alle wieder. Aber naja. Muss ja nichts zersägen. Schon? Sieht so aus. So, okay. Hat man das soweit? Tja, jetzt ist die Frage, wie wir ein bisschen rankommen. Naja, wohl los einfach mal. So, ich bin mich auch mit diesem mal zu beeilen. Wie gesagt, dass man die ganze Zeit hier immer aufladen. Und aufladen sind, weil ich denke mal, das wird mir ganz interessant sein. So. Von 20. Ich bin ja gespannt, ob wir alles auf Endlänger kriegen. Ich will es auf jeden Fall probieren.
Wetter scheint ganz schön schwer zu sein. Ist halt nicht so gut, dass wir Auslegerseite ausfahren bei den dicken Stämmen. Guckt euch mal das Ding an. Das bringt bestimmt eine Menge Geld. Was? Wieder will ich, ist der Untergrund. Der will wahrscheinlich nicht dahin zum Sägewerk, unser schöner Stamm. Das war jetzt gut. Aber können wir nur schätzen, wie weit die Stämme aus Pflanzen. Das bringt das aber nicht. Lass mal den dünnen Bot vorne. So. Kommen wir da hin. Ah, oder so. Das hat was gewusst, war. Soll ich jetzt auch? Geht's ja noch an. Und jetzt ziehen wir dann mit. Fühlt sich langsam. Jetzt kommt hier so in die Mitte vorne. Und dann nehmen wir den hier. Zack. Ja, mal richtig voll da, Digga. Ja, da gibt's auch nicht Geld. Richten.
so. Dann nehmen wir den noch mit. Schnipst ja. Und wir schnipst ja sonst in den weg. Weil er so komisch hängt. Ein Greifer. Laut. Der war so laut. So, dann nehmen wir jetzt nur wieder mit. Rein. Okay, Mist. Ja, dann probieren wir noch den hier drauf zu legen. Stützen aushauen, die helfen ja echt gut. Ich was stand. So. Dann nehmen wir noch den hier drüben mit, dass wir hier rauskommen. Aber da kommen wir gar nicht hin. So, warte mal. Was? Kiste kommt uns weit runter, oder? Das sag ich immer die irgendwie weg. Schieben wir zu den anderen rein, weißt du? Ziehen wir den so aus dem Trecker vor. So.
Dann nehmen wir einen noch mit und dann machen wir los. Dann haben wir wieder 5 Stunden aufgeladen. Aber dafür ist unser Anhänger pappenvoll. Stimmchen. Ja, jetzt liegt der perfekt. Wir wollen mal ankommen. Doch. So. Gefasst können wir nicht mehr. Menschenskin, der letzte Stamm. So, jetzt haben wir ein Bild. Zack. Ist die Gehände nach hinten. Wegen der Lichtverlagerung. Nein! Nein! Oh Mann, ey. Waffen los. Greifen. Kommen. Rüber. So. Jetzt geht er wieder der. Ah. Gut. Hätten wir es. Ab vor, weg hier. Kanon um dich herum. Guckt euch diese Fuhre an. Das ist doch mal ein Bild wert. Würde ich so denken. Okay, und hier vorne das Zeug jetzt weg. Hoffen, dass wir nicht verlieren. Oder warte mal. Wie viele Stücke haben wir jetzt hier noch liegen? 1, 2, 3. Ach kommt, was soll's. Wegen den dreien. Was haben wir ja noch, wa? Wie war's, wir sind ja hier, um zu testen. Ach nee, das war ein anderer Teil. Aber naja. Dann halt, um Spaß zu haben. Und wir probieren trotzdem, wo wir die Grenze sind. Ich beeile mich auch. Den nehmen wir mit.
jetzt runter langsam. Macht's knapp hier. Guckt euch die Ladung an. Das ist doch mal eine geile Ladung, oder? Da muss ich leider mal ein Bild machen. Alter, cool. Also es geht. Das müssen wir mal heil an. Gut, dass die Bäume gefixt sind. Das wird irgendwie Geld bringen. Ich doch offen. Oh mein Gott, was hab ich denn jetzt gemacht? Nein, mein Holz! Nein! Nein! Wo ist mein Anhänger? Nein! Mann, scheiße. Kommst du hier zur Ruhe, oder? Wie sehe ich das? Hallo? Anhänger. Bitte komm. Bleib ruhig. Wenn ich jetzt zurücksetze. Oh man, ich bin so ein Honk, ich wollte die Kamera ausmachen. Ich bin ja so gewöhnt von Truck Simulator, dass man ja auf die Kamera 1 oben geht. Und ja, ja, nein, das ist fast... Ach man, scheiße. Tja. Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt auf zurücksetzen gehe, da wird das Holzding immer schön verteilt werden. Oh, scheiße, Mann. Fertig. Ich würde sagen, das ist noch ein Fehler. Oh Mann, ja, wie so schön aufgeladen. Gut. Wisst ihr was? Problem, bevor wir jetzt zurücksetzen, probiere ich uns fix was, und zwar wenn wir jetzt auf Abbrechen gehen und das neu laden. Wenn wir das neu laden, ob das der Anhänger ruhig ist oder... Es könnte ja sein. So, und unser Anhänger.
Jetzt müssen wir das mal finden, ne? Ah, hier ist unser Anhänger. Das ist ja eigentlich gar nicht weit weg. Da unten liegt er. Ja, und guckt hin. Scheiße raus. Okay, Bonbon. Verdammter Mist. Bitte. Okay, weißt du, wie wir es da machen? Ich mache erstmal Schluss für die Folge. Oh, der regt sich noch. Ich mache erstmal Schluss für die Folge. Ich lade das jetzt in der Zwischenzeit fix auf und dann zeige ich euch dann nächste Folge, wie man das Gelunge hoffentlich ohne Probleme zum Sägewerk bringt. Also, in der nächsten Folge voller Anhänger zum Sägewerk. Hoffentlich schaffen wir das. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt den fliegenden Hundanhänger gesehen. Sieht man ohne alle Tage. Okay, also dann. Man sieht sich. Tschüssi.